Moin Moin und herzlich willkommen zum zweiten Halbfinale der PES 6 Retro Show, wie auch immer wir das nennen werden, mal gucken. Heute mit Deutschland 2006 gegen Deutschland Europameisterschaft 1996. Ich fange mal an mit dem Kader von Deutschland 2006. Timo Hildebrand, Oliver Kahn, Jens Lehmann, Arne Friedrich, Deutschland liebt dich, Robert Huth machte es gut, Marcel Janssen, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Christoph Metzelder, Feuermelder, Jens Nowotny, Michael Ballack, hat krass geballert, Tim Borowski, Thorsten Frings, Thomas Hitzelsberger, Sebastian Kehl, Bernd Schneider, Bastian Schweinsteiger, Gerald Asamoah, Mike Hanke, auch dir gebührt Dank, obwohl du niemals gespielt hast, glaube ich, Miroslav Klose, der Fußballgott Oliver Neville, David Odonkor, niemand außer ihm selbst weiß, warum er damals mitgespielt hat, Lukas Podolski und Trainer Jürgen Klinsmann. Ja, weil er schnell war, das ist die einzige Erklärung. Genau, dann kannst du jetzt ja mal das Team von 1996 vorlesen, lieber Rekuse. Na klar. Also, Oliver Kahn, Andi Köpke, Oliver Reck, Markus Babbel, Thomas Helmer, Jürgen Kohler, Stefan Reuter. Ach, das sind alles Zeiten, das ist, glaube ich, meine. Ach, schön. René Schneider, Mario Basler, Dieter Eis, Steffen Freund. Mario Basler hat mein Bruder übrigens mal live getroffen. Oh, der ist mega geil, ich liebe Mario Basler. Ja, der fetzt, ich finde ihn auch spitze. Dieter Eis, Steffen Freund, Thomas Hessler, Andreas Möller, Matthias Sammer, Mehmet Scholl, Thomas Strunz, Jens Todt, Christian Ziege, Oliver Bierhoff, Freddy Bobic, Marco Bode, Jürgen Klinsmann, Stefan Kunz und als Trainer Berti Vogt. Sehr viele Leute, die man heute noch im Fußball sieht. Ja. Nur halt nicht mehr auf dem Rasen, sondern, ne? Wir spielen mal mit dem schönen roten Trikot von 2006, was es niemals wieder so schön gab in Rot. Oha. Genau, ich muss mich hier mal kurz konzentrieren. Top-Player, Verlängerung, Elfmeter, 5 Auswechslungen, 10 Minuten, random. Genau, ja, 2006, das Sommermärchen gegen die alternden Stars mit total viel Verletzungspech, die Europameister geworden sind. Das war das erste Fußballturnier, was ich tatsächlich aktiv verfolgt habe, 1996. Mit dem geilen Elfmeterschießen gegen England. Das war einfach so geil. Und man sieht hier schon, Deutschland spielt mit Libero in der Halbfinale. Finale war gegen Tschechien. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich habe das damals natürlich noch nicht verfolgt. Ich war 7. Da habe ich gerade angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Und da kann ich mich nur an Dortmund erinnern. Das ist alles. Verständlich. Aber ich kannte damals den kompletten Kader auswendig. Also das war schon krass. Nicht schlecht. Genau, wir lassen die Einlaufzeremonie wie im ersten Halbfinale auch wieder laufen, dass man mal die ganzen Gesichter kennt. Hier die Aufstellung sieht und die... Und das Spiel um dritten Platz und das Finale, in Anführungszeichen, dann werden wir einfach nur so angucken. Ich weiß noch 2006, das war einfach so geil. Du hattest so eine riesige Euphorie im ganzen Land, obwohl du 2004 rausgeflogen bist in der Vorrunde bei der EM. Ja. Und du wusstest nicht so wirklich, wie das war, wie gut sieht wir. Und dann war einfach 4 Wochen Sommer- und Fußballparty in Deutschland. Aber es war dann, glaube ich, nur ein dritter Platz geworden, oder? Also mit der Mannschaft dritter Platz war eine richtig gute Leistung. Genau, wir sind Dritter geworden, richtig? Wäre auch, glaube ich, nicht so verdient geworden, weil damals Italien einfach wesentlich besser war. Muss man ja einfach mal so fairerweise sagen. Was gegen Portugal um Platz 3? Ich glaube irgendwie. Genau, gegen Portugal war das Spiel um Platz 3. Das haben wir, glaube ich, 3-0 gewonnen. Was Fußball angeht, bin ich ein totaler Nerd, ich kann mir alles merken. Aber witzig, dass wir das beide noch wissen. Ja, das hat sich so eingeprägt in meinem Gehirn. Krass. Lukas Podolski. Im Nachhinein weiß ich Lukas Podolski, um mal so ein bisschen hier über ihn zu reden, tatsächlich deutlich mehr zu schätzen als früher. Früher habe ich mich immer gefragt, warum spielt der, ne? Außer 2006. Weil er einen linken Hammer hatte. Der hatte so einen guten Abschluss. Ja. Das stimmt. Echt heftig, das fehlt uns heute. Wenn ihr jetzt Gnabry oder Sané, beides geile Spieler, keine Frage. Aber die haben nicht so einen guten Abschluss wie Podolski. Und das meine ich todernst. Podolski hatte einfach einen richtig guten Abschluss und einen richtig harten Schuss. Die anderen haben eher so die Stärke im Dribbling. Gut, ist auch unfair, die miteinander zu vergleichen. Ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Podolski besser war, um Gottes Willen, bei weitem nicht, sogar eher schlechter. Aber kann nicht mit Neuer vergleichen. Das ja, richtig. Nicht. Ist halt eine ganz andere Zeit. Eben. Ja, und Jürgen Klinsmann hat damals Deutschland komplett umgedreht. Das fing auch mit so banalen Sachen an, wie mit, wir machen das Trikot jetzt in Rot, statt wie die alten 100 Jahre davor in Grün. Also banale Sachen. Und ich weiß noch, als er dann Lehmann auf der Bank aufgestellt hat, meine ich, und Kahn auf der Bank gesetzt hat, was ich bis heute nicht verstehe, ehrlich gesagt, aber okay. Ich fand Lehmann so stark in diesem Jahr. Ja, der war auch gut, aber ich bin halt Oliver Kahn-Verfechter. Aber trotzdem egal, er hatte ja recht im Nachhinein, Kahn, alles gut. Ich finde Kahn ja auch besser an sich, ja. Aber er war halt einfach über seinen Zenit drüber und Lehmann hatte gerade noch dieses letzte gute Jahr. Und
Von daher war das eine Top-Entscheidung. Er hat es ja auch fantastisch gemacht. Ich glaube, der hat ja auch im Elfmeterschießen damals richtig... Gegen Argentinien, ja. Hat er uns weitergebracht. Ja. Ziege war... ein komischer Typ, ne? Aber trotzdem... Ja, der ist auch ein komischer Typ. Hier auch wieder, was du eben später vorgesagt hast, mit komischen CPU-Entscheidungen. Ja, ich hab's gesehen. Dieses Hin- und Hergetribbel, ne? Das hast du halt in späteren PS3- oder PS4-Spielen nicht mehr. Aber, mein Gott. Ich glaube, das hat auch noch nie jemand gemacht, einfach die KI gegen das Spiel zu lassen. Also bei der Verteidigung von Deutschland hätte mich das früher nicht gewundert. Nee, aber Klinsmann hat sich wirklich was getraut, ne? Also auch mit Odonkor, da hat er so, also gut, Wörns hätte ich auch nicht mitgenommen damals, der war halt der langsamste Verteidiger aller Zeiten, glaube ich. Also, ja, manchmal hat es halt einen Platz übrig, ne? Aber gut, hat dann alles so funktioniert und tolle WM. Hoffen wir, dass es bei der EM nächstes Jahr ähnlich funktioniert. 2024, das komisch, gestellt, das, ne? Ja, irgendwie gleiche Voraussetzungen, enttäuschendes Turnier. Ich weiß nur, damals vor dem WM 2006, da hatte Jürgen Klinsmann so ein Freundschaftsspiel gegen Italien, das wir, glaube ich, 4-1 verloren haben. Das war ähnlich wie das jetzt gegen Japan vor ein paar Wochen. Und da haben wir halt auf Klinsmann gesetzt und den nicht rausgeschmissen, ne? Und wir sind jetzt halt einen anderen Weg gegangen, haben jetzt Nagelsmann noch geholt. Ich war eigentlich immer ein großer Fan von, also Fan ist vielleicht nicht das richtige Wort, ein Freund von Flick. Aber es scheint einfach, dann irgendwann musst du ja sagen, jetzt geht's nicht mehr. Und ich finde es schon okay, dass die haben ihm eigentlich viel Zeit gegeben. Ne? Und ja, hat es halt nicht funktioniert. Hast du die Amazon-Doku gesehen? Nee. Okay. Ich will sie nicht spoilern. Ich guck sie nicht an. Ist egal. Ich will dir nur sagen, auch für die Leute, die sie vielleicht noch gucken, wenn man sich immer fragt, hä, warum klappt das mit Löw nicht. Der soll sich mal diese Dokumentation angucken und dann auf die Körpersprache und Gesichter der Spieler achten, wenn der redet und was da alles passiert. Dann hätten sie ihm eigentlich... Nee, nicht bei Löw. Habe ich Löw gesagt? Ich meinte Flick, Entschuldigung. Ja. Nach dieser Dokumentation hätten die den schon eigentlich nach dem Turnier rausschmeißen müssen. Ja. Ach, du hast mir das auch gesagt, ne? Ja. Das ist nicht so überzeugend war. Nee, da hat er irgendwie von irgendwelchen Fluggänsen erzählt und die Spieler gucken so alle beschämt auf den Boden und langweilen sich. Du siehst wirklich im Gesicht, wie die sich langweilen. Und das ist eine Motivationsrede, ne? Ja, okay. Also Flick ist taktisch... So eine Vogelmetapher ist auch... Ja, die fliegen halt zusammen los und schaffen alles, aber... Naja. Das ist einfach besser als Co-Trainer, als Trainer. Ja, definitiv. Taktisch hat er was drauf. Und bei Bayern, als er da das Triple gewonnen hat, als er da war, da musste er halt nichts sagen, weil er eine geile Mannschaft hatte und die wussten, was sie machen müssen. Da musste er nur so der nette Vater sein, so, ja, tüdelüdü, Bauchpinseln, und es hat funktioniert. Aber, da musste er jetzt motivieren und so. Mit Nagelsmann haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr fähigen Trainer. Ja, dem traue ich das zu, wobei Nagelsmann, also ich kann jetzt nur so aus der Bayern-Zeit, ich bin ja Bayern-Fan, erzählen, es ist kein Menschenfänger und der redet mit manchen Spielern so gut wie gar nicht. Das als Nationaltrainer? Und dann neigt auch dazu, manches vielleicht zu kompliziert zu machen, wie Flick auch. Ich hätte mir, aber es ist okay, ich kann mit Nagelsmann leben. Mein Wunschtrainer wäre tatsächlich Van Gaal gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh Gott, auf keinen Fall. Ich liebe den, der ist so geil, der Tulpengeneral. Der ist zwar vom Charakter ein bisschen komisch, aber das ist... Holländer bei der deutschen Nationalmannschaft, also bitte, Barry. Ja, das ist ein richtig geiler Trainer, Louis Van Gaal, ich liebe den. Der würde auch da richtig Disziplin reinbringen. Und Spoiler für die Serie, es gibt dann einen Spieler, der zu spät zur Mannschaftssitzung kommt. Ja. Julian Brandt. Und dann guckt Flick nur kurz böse und sagt, ja, aber sowas will ich hier nicht nochmal erleben. Ich garantiere dir, unter Louis van Gaal wäre der sofort nach Hause geflogen. Okay, kurz mal noch ein Wort zu Nagelsmann. Ich hab letztens von ihm eine Statement gehört zu dem Thema. Ja. Und er hat auch gesagt, dass er halt die Zeit nach Bayern auch genommen hat, um Fehler zu analysieren bei sich selbst und so weiter. Und er ist ja noch jung, ne? Also, und ich denke, die Fehler, die er gemacht hat, wenn er die erkannt hat, kann das was Grandioses werden. Ich fand den damals bei Leipzig schon stark. Das ist ein guter Trainer, ja. Ne? Und ich finde, vielleicht war Bayern tatsächlich einfach noch zu früh. Ja, definitiv. Auch weil er dann einfach auch so, das ist vielleicht auch so eine Autoritätsfrage, die vielleicht bei einem etwas älteren Trainer dann du sagst es Topstars eher kommt. Ja, aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass es ein Fehler war, überhaupt nicht, aber vielleicht wäre es zwei Vereine später besser gewesen. Ja, also, nochmal kurz ins Ausland oder so. Aber bei Van Gaal zum Beispiel, das ist halt das, was du sagst mit dem Alter, Van Gaal hat halt auch schon Turniererfahrung bei Weltmeisterschaften. Da war ja 2014 Niederland-Trainer. Also Coach von Niederlanden und jetzt beim letzten Turnier auch und hat fast Argentinien rausgeschmissen. Mit einer Rumpeltruppe ist jetzt übertrieben, aber war halt nicht die beste. Und ich glaube,
Ich glaube, Louis van Gaal für den kurzfristigen... Wen hat er da trainiert? Niederlande zweimal. 2014 ist er ins Finale gekommen. Oder nee, warte mal, 2010 war das. Wo 2010 oder 2014 ist er ins Finale gekommen. War nicht im Finale. Nee, da war 2010, Entschuldigung. Im Finale gegen Spanien, meine ich, war das? Deutschland im Finale 2014 gegen Argentinien. Okay, da war es 2010, wo er dann mit Niederlanden im Finale war, meine ich. Warte, oder war das... Moment, das müssten wir jetzt mal... Kannst du das gerade mal googeln, nicht, dass ich komplett Bullshit rede? Nee, ich glaube, Bernd van Marwijk war 2000... Guck mal bitte, wer 2010 Nationaltrainer von den Niederlanden war. Ich glaube, das war vielleicht sogar Bert van Marwijk. Ich glaube, ich habe gerade Bullshit erzählt. Und 2014 war dann Van Gaal, als die im Halbfinale gegen Argentinien rausgeflogen sind. Ja, Bert van Marwijk. Ja, okay, Gott, dann korrigiere ich das. Den fand ich auch schlimm. Der war schlimm, ja. Der hat bei Dortmund trainiert. Oh. Ja, der ging gar nicht. Der war so scheiße. Aber mit Niederlande ins WM-Finale, ne? Nicht persönlich, ne, aber den fand ich so schlimm als Trainer. Habe ich geweint als Dortmund-Fan. Genau wie mit Thomas Doll damals. Oh Gott! Ja, ne? Das war der schlimmste Dortmund-Trainer. Also ich bin kein Dortmund-Fan, aber das war der schlimmste Dortmund-Trainer, den ich je... Zusammen mit Nevio beiden. Scala, falls du dich daran noch erinnerst. Bisschen vor deiner Zeit wahrscheinlich. So ein Italiener. Den Gedankengang kurz zu Ende zu bringen. Also Van Gaal hat auf jeden Fall schon Turniererfahrung und wäre für kurzfristigen Erfolg vermutlich besser. Aber für den langfristigen Erfolg ist Nagelsmann, falls er länger bleiben sollte, schon eine ganz gute Entscheidung, ja. Ich denke, Nagelsmann ist eine gute Entscheidung. Ja. Das kann richtig gut laufen. Das kann auch passieren, dass es nicht perfekt läuft. Aber ich sehe da irgendwie das Potenzial, dass das richtig abgeht. Ja, vor allen Dingen, ich habe die Pressekonferenz nur in Ausschnitten gesehen, aber er hat halt zu Manuel Neuer gesagt, ich weiß nicht, ob ich den aufstelle, er muss erstmal wieder gesund werden. Das fand ich halt, war genau die richtige Antwort. Nicht wie hier Flick von wegen, ja, sobald er wieder mit einem Bein im Tor stehen kann, stelle ich ihn auf, weißt du? Ja, ist ja Quatsch. Ja, und ich mein, klar, deswegen ist auch mega geil. Ich finde, ja, es ist auch, aber Neuer ist halt irgendwie Neuer, ne? Also, ja. Würde ich hinschießen, das ist ja noch mehr. Irgendwie vom Spiel her bisher keine gute Chancen. Ganz schön verwertet. Ja, also das ist echt schwach. Die schießen alle nur in die Wolken. Ja. Ist halt realistisch, ne? Ja, schon irgendwie. Überbezahlte Fußballer, ey. Ben Schneider fand ich früher auch geil, das weiß ich noch. Ja, der war cool. Ich überlege gerade, ob es einen Spieler gibt, der in beiden Mannschaften drin ist. Aber nee, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Außer vielleicht Oliver Kahn. Ja, wobei, wir haben ja wieder das Phänomen mit Jürgen Klinsmann. Der war 1996 dabei, glaube ich. Doch, der ist. Wann? Auch schon Kahn 96 war Köpke im Tor. Echt? Ja. Achso, da ist Kahn noch zu jung gewesen mit 27 Jahren. Ja, genau. Stimmt, hier steht es nur eins. Oh, da ist ein Tor gefallen. Da gucke ich einmal kurz nicht hin. Nee, ist kein Tor gefallen. Nee? Nee. Da ist Andreas Köpke als Goalkeeper. Vielleicht für die Leute, die es verwundert, sind halt die englischen Begriffe, weil diese Patche funktionieren nur mit der englischen Version. Und CF ist Central Forward, Central Midfielder ist ZMF, CB ist halt Central Back. Aber dann lernt man die auch mal kennen. Also Innenverteidiger. CWP ist, glaube ich, Libero, aber fragt mich nicht, was das auf Englisch heißt. Früher hat man mit Libero gespielt, liebe Kinder. Das war noch Zeiten. Ja. Sollte das hier übrigens ankommen, dann können wir vielleicht mal noch irgendwann ein zweites Turnier mit anderen Retro-Mannschaften machen, so Griechenland 2004 oder so. Falls du dich noch erinnerst. Das hängt wahrscheinlich eher davon ab, was wir so erzählen, weil was hier geboten wird, ist jetzt nicht so... Ja, genau, es ist ja immer so. Wir labern ja meistens Bullshit. Ja. Aber was willst du hier auch off-topic erzählen? Das ist auch nicht mein Anspruch. Also... Nee. Ich habe das schon mal selbst erzählt, ich habe mal in Mario Kart 8 Video erzählt, da bin ich rot angelaufen voller Fremdscham, weil da war ein junger, motivierter Mensch, auch noch mit österreichischem Akzent, wo ich ja sowieso immer lachen muss, ich liebe Österreicher, wegen diesem witzigen, putzigen Akzent. Und der hat wirklich das ganze Mario Kart-Rennen so kommentiert, so, ja, ich habe jetzt einen grünen Panzer und jetzt fahre ich in die Kurve und nach links und nach rechts und da kommt ein roter Panzer und ich werde ihn ab. Oh, aber. Hast du ein Video gesehen davon? Ein YouTube-Video, ja. Ja. Also ich habe es nicht zu Ende geguckt, keine Sorge. Das hast du uns so geschickt damals, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich nenne den YouTuber auch nicht, ich weiß auch nicht mehr, wer es ist. Ist ja auch egal, soll kein Beleidigen sein, aber es war halt, ich habe mich so fremd geschämt. Weil ich bin halt so der Off-Topic-Rumblödler. Ich könnte niemals sowas hier On-Topic moderieren, das ist mir viel zu blöd. Ja, soll man jetzt sagen, dass Bernd Schneider zu Klose spielt oder was? Ja, genau. Ja, herrlich. Wir müssten eigentlich von diesen ganzen Firmen hier Geld kriegen, von Obi und Philips und so und Hyundai. Ja, das würde aber voraussetzen, dass das eine gewisse Menge an Menschen zieht. Ja.
Hallo, wir haben zwei Zuschauer. Könnt ihr uns bitte 1 Million Euro überweisen? Das wäre freundlich. Ja, Yahoo, gibt es das überhaupt noch? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt gerade nicht googeln. Kannst du das mal recherchieren? Und jetzt muss man das Fenster aufmachen. Hier ist auf einmal eine Internetseite drin. Yahoo. Oliver Bier. Das gibt es noch. E-Mail-Provider. Es fällt hier vielleicht. Wobei Klinsmann gegen 4 Verteidiger. Ich suche auch. 5 Leute um den drum, ist ja Wahnsinn. Ja, aber man muss dazu sagen, 96 hatte man auch sehr viel Glück, glaube ich. So irgendwie, ich kann mich nicht mehr so ganz an viele Matches erinnern. Aber es war halt schon eine sehr veralterte Mannschaft. Und ja. Hast du übrigens Probleme in der letzten Zeit? Weil ich habe vor uns. Also du hast jetzt immer mal wieder dieses, wo du für ein paar Sekunden so dann weg bist. Meine Stimme? Ja. Und das Stream hat vor uns auch abgekackt von mir. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch woanders dran liegen kann. Gute Frage. Ja, alles gut. Kann ich nicht hundertprozentig beantworten. Okay. Aber ich kann gleich mal die Bitzahl für den Stream vielleicht ein bisschen reduzieren. Hängt davon ab, wie hoch sie ist, würde ich sagen. Natürlich sehr hoch. Nee, ja, noch nicht, aber also das erste Spiel war irgendwie wesentlich unterhaltsamer, fand ich, ne? Ja, irgendwie schon. Es passiert halt nichts aufs Tor quasi so. Das ist wie wenn ich mir in letzter Zeit Dortmund angucke. Die neutralisieren sich gegenseitig, würde man sagen. Ja, die dribbeln halt auch einfach die ganze Zeit, anstatt mal einen Ball zu spielen. Aber gut, wenn du gegen Sammer als Libero spielst, da kannst du auch keine Torchance kriegen. Das ist nicht möglich. Ja, du kannst aber auch nicht dribbeln. Nee. Ja, es gibt Verlängerung und dann Elfmeterschießen, ne? Köpke gegen. Ich muss mir gerade überlegen, wer war da im Tor? Kahn. Oder? Nee, Lehmann. Ist das Jahr, wo ich Lehmann drin war? Ja, 2006. Wenn dieser Mensch, der das erstellt hat, die richtige Aufstellung genommen hat, sehen wir gleich Zettel Jens Lehmann gegen Köpke. Bin ja aber gespannt hier. Also. Außer das Spiel stürzt vorher ab, was bin ich hoffen. Das habe ich nicht auszuschließen. Also. Oha. Das habe ich ausgenommen. Aber ich würde auch sagen. Der rennt auch wieder durch. Ja. Ne? Das. Arne Friedrich. Deutschland liebt dich. Boah, ich weiß noch, dieses schlechte Lied von Xavier Naidoo. Jetzt ist Xavier Naidoo ja so ein komischer Rechtsverschwörungsmensch geworden. Richtig schrecklich. Echt? Ja, der ist total durchgedreht. Ich will das jetzt auch nicht hier alles wiedergeben, was er gesagt hat, weil das totaler Bullshit ist. Ja, nee, das will ich auch nicht hier. Ich weiß auch nicht, ob den irgendjemand ins Gehirn geschissen hat. Oder, keine Ahnung. Oh, Mike Hanke. Bis heute weiß er selber nicht, warum er Nationalspieler geworden ist. Ja, da gibt's immer einen. Das sieht das ja einer dabei. Und ausgerechnet der wird eingewechselt. Das Elfmeterschießen natürlich reingeholt. Ja. Power Raid, das habe ich auch Ewigkeiten nicht mehr im Laden gesehen, aber ich glaube, das gibt es noch. Als Kind habe ich das recht gerne getrunken. Ich habe das, glaube ich, 3 oder 4 Mal getrunken. Einfach um es ein bisschen geschmeckt. Das alle schon süß, oder? Also ja, mega eklig. Gar nicht so geil. Ja, ich glaube fast, wir werden hier ins Elfmeterschießen gehen. Aber das ist doch eine geile. Also wenn ich jetzt nach dieser Schandtat eines Fußballspiels wenigstens Elfmeter bekomme, dann ist es schon. Ja. Und nachdem ich weiß nicht, ich bin schon immer ein Fan davon, wenn das Spiel nach 90 Minuten nicht vorbei ist, habe ich eigentlich keinen Bock mehr auf Verlängerung. Das dauert immer so lange. Und ja. Du bist ja schon in den meisten Fällen, ich spiele es nicht immer so, aber in den meisten Fällen ist so ein Unentschieden eher langweiliger. Ne? Ja, das stimmt. So, und wenn das schon so ein langweiliges Unentschieden ist, warum nicht einfach gleich Elfmeter? Weil das ist spannend, das macht Spaß, man muss sich nur eine halbe Stunde quälen. Soll ich dann für das Spiel um Platz 3 direkt Elfmeterschießen einstellen? Weiß nicht. Ja. Ja, aber fürs Finale würde ich Verlängerung machen, oder? Ja, genau, das klingt vernünftig, ja. Ja, machen wir das so. Die Rikus-Regel-Kommission. Ja. Das ist vernünftig. Ich fand hier, wo ich eben über Oliver Bierhoff, ich fand den als Spieler irgendwie sympathisch und dann irgendwann, als er Manager wurde, wurde er irgendwie mega abgehoben oder kam zumindest so rüber. Ja, fand den immer als unsympathischer. Hast du ihn mehr zu Wort gekommen gehört als Spieler, da hat er halt einfach gespielt. Ja. Das ist halt einfach eine andere Art und Weise, wie du ihn dann. Und wahrnimmst. Er konnte nichts außer köpfen. Er konnte wirklich nichts außer köpfen. Ja, und damit ist er Europameister geworden. Ja, eben, also. War das nicht so, er, der das Tor? Ja, der hat, ich meine, sogar Goal, ne? Beide Tore. Also das Golden Goal hat er auf jeden Fall gemacht. Dann mit diesem Torwartfehler von Kuba oder wie dieser Torwart hieß. Katastrophal. Und ich meine, die lagen zuerst zurück und dann kam Bierhoff rein und er hat den Ausgleich geköpft.
Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, im Gegensatz zu den niederländischen Nationaltrainern. Das weiß ich nicht mehr zum Beispiel. Ja, das, da durfte ich länger wach bleiben als Kind. Da habe ich mich richtig gefreut. Ja, und dann haben sie damals so gesagt, ja, wir sind jetzt auf Jahre unschlagbar als Mannschaft. Und dann kam halt 98 und 2000 und 2004. Alles Schrott. Ja, 2002 zwischendurch war ja ein kleines Highlight, aber das lag halt eigentlich nur an Oliver Kahn und Michael Ballack, wenn man ganz ehrlich ist. Es war, wo war das, Südkorea? Südkorea, ja, das konnte man auch nicht so wirklich im Fernsehen gucken. Ah, ich weiß noch, oh! Oh, jetzt sind wir gefangen und ich sehe es gleich. Was ist denn das für ein Kullerball? Der war unhaltbar. Kahn, was ist denn da los? Aber damit sind, wenn das Spiel tatsächlich so bleibt, beide Favoriten, also beide Titelträger, ins Finale gekommen. Uiuiui. Aber ja, Olli Kahn hätte den gehalten, ne? Ja, das war ja Olli Kahn. Nee, das war Jens Lehmann. Ach scheiße, stimmt, ich hab's wieder vergessen. Das hat man so im Kopf, dass das immer Kahn war. Ja. Also die haben ja noch ein paar Minuten Zeit, hier den Ausgleich zu schaffen, aber es sieht nicht hat auch so noch gut Kurs aus. Aber es ist wieder tragisch, ne? Es wäre irgendwie witzig, wenn Deutschland 2006 jetzt wieder Dritter werden würde. Sie haben halt im Entscheidung, wie gegen Italien in der Verlängerung verkackt im Halbfinale und hier hat ihr eigener Trainer sie aus dem aktiven Turnier geschossen quasi. Wir hatten das Tor eigentlich? Ach, Klinsmann. Klinsmann, ich hab's nicht. Jürgen Klinsmann als Trainer regt sich auf, er hat sein eigenes Ich aus der Vergangenheit. Ja, das ist einfach so ein Fußball. Damit haben wir ein, wie nennt man das, ein Time-Paradoxum geschafft. Zeitparadoxum, ja. Ja, und damit, Jürgen Kohler freut sich unfassbar, nämlich gar nicht, warum auch immer. Deutschland. Hast du ihn jemals lachen sehen? Nee, da kann er auch nicht lachen. Nee, eben, deswegen hat er hier auch nicht gelacht. Ja. Wir sehen nochmal das Entscheidende. Ach, wobei, jetzt sehen wir erstmal andere Highlights. Kann ich die einzeln überspringen? Ich weiß nicht mehr. Nee, kann ich leider nicht. Okay, ja, das war das zweite Halbfinale. Wir sehen uns im nächsten Part mit dem Spiel um Platz 3 wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.